Am Wort ist der Staatssekretär Florian Turski. Auch hier sind wieder 4 Minuten Redezeit vereinbart. Bitte, Herr Staatssekretär. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Hohes Haus, liebe Zuseherinnen, auch diesmal wieder auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Wir alle haben in den letzten 2 Jahren wohl sehr viel auch von dieser Pandemie bereits vergessen. Wenn wir in die letzten 2 Jahre mit ihren unglaublichen Krisensituationen zurückdenken, vergessen wir manchmal, dass sich unser Leben in diesen 2 Jahren komplett verändert hat. Um Kontakt untereinander physisch zu vermeiden, haben wir auf digitale Kontakte gesetzt. Digitale Entwicklungen, die auch wir in der Politik erst in ein paar Jahren gesehen haben, wurden plötzlich von heute auf morgen umgesetzt. Denken wir allein an digitales Essensbestellen. Es wurde zur Normalität. Homeschooling, Telework oder Telemedizin. Wir alle sind froh, dass wir diese Zeit nun hinter uns haben, aber wir haben gesehen, was möglich ist, wenn wir müssen, wenn wir wollen und welche Möglichkeiten darin stecken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich als allererstes bei Bundeskanzler Karl Nehammer bedanken für sein Vertrauen. Und durch diese Regierungsumbildung wurde also erstmals die Digitalisierung im Finanzministerium gebündelt. Weil uns eben auch in den letzten Jahren gezeigt wurde, dass wir dringende Akzente setzen müssen. Mein zweiter Dank gilt Finanzminister Magnus Brunner, den ich lange und gut kenne, für den herzlichen Empfang in seinem Haus. Und ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Und zum dritten darf ich Margarete Schramböck und Elli Köstinger danken für die gut geführten Sektionen, die ich dann bald übernehmen darf. Wie Sie wissen, darf ich zukünftig in der Bundesregierung für Digitalisierung zuständig sein, ein absolutes Zukunftsthema. Es wurde bereits viel gemacht von Bund, Ländern und Gemeinden. Es liegt jedoch in der Natur der Sache von diesen Themen. Es gibt immer ein Besser, ein Höher und ein Schneller. Diese ständige Herausforderung reizt mich, um auch etwas Persönliches zu sagen. Manche von Ihnen wissen, ich bin begeisterter Bergsteiger und Skitourengeher. Und wenn man auf einen Berg hinaufgeht und am Gipfel steht, sieht man, dass man noch unglaublich viele Gipfel vor sich hat. Und diesen Reiz nach Herausforderungen möchte ich in mein neues Amt mitnehmen. Ein Beispiel. Die Verwaltung wird immer digitaler. Von Dienstleistungen wie Finanz Online, das digitale Amt, bis hin zum zukünftigen Führerschein am Smartphone. Eines ist klar, die digitale Transformation ist Zukunft für unseren Standort. Entscheidend hier dürfen wir nicht nachlassen und weitere Projekte angehen. Sie bringt die nötigen Impulse für Wachstum und Wohlstand in unserem Land und in ganz Europa. In meiner Rolle als Staatssekretär darf ich genau für diese digitale Transformation Österreichs verantwortlich sein. Mir ist es bei dieser Aufgabe aber wichtig, Digitalisierung für jeden greifbar zu machen. Denn die beste technologische Neuerung bringt nichts, wenn sie nicht bei der Bevölkerung ankommt und wir sie nicht erklären. Daher liegt mir das digitale Know-how aller Österreicherinnen und Österreicher, vom Schüler bis zum Senior, besonders am Herzen. Zur Infrastruktur. Als Bundesregierung haben wir es zum Ziel gesetzt, Österreich zu einer führenden digitalen Nation zu machen. Dafür brauchen wir eine gute Infrastruktur. Egal, ob beruflich oder privat, egal ob im Bad Snauntal oder in Wien. Unser ambitioniertes Ziel ist es, Österreich bis 2030 flächendeckend mit festen und mobilen Gigabit-Anschlüssen zu versorgen. Jeder Euro, den wir heute in digitale Infrastruktur investieren, ist eine Investition in unsere Zukunft, Lebensqualität und selbstverständlich auch in Wettbewerbsvorteil. Meine sehr geehrten Damen und Herren, damit bin ich auch schon am Ende. Ich lade Sie alle recht herzlich ein, auf diese Reise durch unser digitales Österreich, mich auch in den kommenden Jahren zu begleiten und freue mich recht herzlich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank.